So, hallo nochmal. Nachwirkend zu dem Pinselvideo, was ich über die Sigma-Pinsel gemacht habe, würde ich ganz gerne einen Check quasi beantworten, und zwar auf den hier von Reni, wo sie mal das Video gemacht hat, meine Liebhaberpinsel. Und da hätte ich auch ein paar vorzustellen. Und da sind vielleicht einige dabei, wo ihr vielleicht sagt, die sind erschwinglich, die sind schön, die sind wirklich ihr Geld wert, und vielleicht ist ja irgendwas für euch dabei. Nichtsdestotrotz, ich habe meine Pinsel in so zwei Behältern, und in diesen hier sind die ganz so großen für Foundation, Rouge und so weiter, und hier alles fürs Auge und Lippen und Augenbrauen. Und die sind quasi in so Behältern von Douglas, und die gibt es immer mal wieder, die kosten nicht mehr als 6 Euro. Und ich finde die wirklich ganz toll. Sind eigentlich gedacht als Windlichter, aber ich habe es ein bisschen umfunktioniert. So, meine Favoritenpinsel. Also ich mache kurz so einen groben, sind das hier. Ich liebe eigentlich alle meine Pinsel, aber wenn ich jetzt wirklich so sage, diese Pinsel, die ich euch jetzt zeige, benutze ich tagtäglich. Und die anderen alle 2 Tage. Immer mal wieder im Schnitt, wie es gerade so kommt. Und ich habe jetzt keine Reihenfolge, welche jetzt mein Favorit ist oder so. Meine Pinsel erstrecken sich quasi ein bisschen von MAC, hauptsächlich Sigma und auch Sueva und auch ein paar von Douglas. Ich mag die Douglas-Pinsel sehr gerne. Aber ich denke mal, so im größten Schnitt ist wirklich hier Sigma vertreten. Und von der Qualität her, ich bin jetzt kein Profi, dafür habe ich wahrscheinlich zu wenig Vergleiche, wie gut MAC ist oder seinen oder andere Pinsel wie Bobbi Brown oder so. Kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, ich habe gute Erfahrungen mit den Sigma-Pinseln gemacht, aber auch schlechte. Und die besten Erfahrungen, die ich eigentlich so gemacht habe, sind mit den Sueva-Pinseln. Und ich finde, für den Preis, den man bezahlt, kriegt man eine sehr, sehr gute Qualität, und konnte bis jetzt wirklich noch nichts Negatives irgendwie über Sueva nennen, außer diesen einen Stippling-Brush, wo ich gesagt habe, der so ein bisschen gepiekt hat. Aber da gibt es auch verschiedene Meinungen. Andere Leute finden den total trocken. Also vielleicht bin ich einfach nur so ein kleines Mimöschen. Ich weiß es nicht. Aber fangen wir einfach mal an. Verliebt habe ich mich jetzt, nachdem ich dieses Premium-Set bekommen habe, in die SS 134. Das ist dieser schöne, breite Puderpinsel, mit dem ich wirklich so gerne Bronze auftrage, Puder und so weiter. Und er ist so weich, sehr, sehr angenehm. Und guck doch mal, wie schön breit er ist. Das ist so quasi wie Werbung, so irgendwie mit einem Wisch ist alles weg. Also ich find den total toll. Ich war mit diesem Puderpinsel von Sigma, mit der SS 150. Ich war davon so enttäuscht. Der, au, 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 der piekt so. Und den mag ich nicht. Und ich habe mir mal bestellt von Sueva den riesen Jumbo Kabuki. Und, oh, es ist, als ob ein kleines, flauschiges Kätzchen euer Gesicht berührt. Aber zu der Weichlichkeit kommt auch eine super Widerstandsfähigkeit. Also man kann damit toll Creme Rouge einarbeiten oder generell Rouge oder auch andere Dinge. Also so Bronzer, denke ich mal, geht auch gut. Aber der ist weich, aber toller Widerstand. Also es ist wirklich ein geniales Produkt, und den würde ich, glaube ich, um nichts in der Welt mehr eintauschen. Also kein Puderpinsel kommt daran. Was ich euch zeige, der ist jetzt ein bisschen dreckig, aber darum geht es ja nicht. Ist der angeschrägte Rouge-Pinsel von Sigma, die SS 168. Und ich liebe den jeden Tag aufs Neue. Er ist so toll, hat einen Schatten, für mich guten Widerstand, nimmt das Produkt gut auf und gibt es auch sehr, sehr schön ab. Und ich benutze den je nach Laune für Rouge, für Highlighter und auch zum Konturieren. Also das ist für mich so ein Allround-Produkt. Und ich denke, irgendwann, in ein paar Monaten, werde ich mir davon noch einen zweiten bestellen. Weil ich sau den so schnell ein, so schnell kann ich den gar nicht wieder nachwaschen. Wenn wir beim Angeschreckten bleiben, ist da noch die Contour Color von Cosmetic Cosmo. Und ich mag die Pinsel von Coco sehr gerne. Da ich jetzt die Bananenbabsi, die Color. Und wen habe ich denn da noch? Ach ja, die Eyeliner-Ecke. Und die ist auch sehr, sehr schön. Und für die bei der Konturkala, wenn ich mir die Zeit nehme zum Konturieren, benutze ich wirklich nur den, weil der perfekt hier oben so in die Schläfe passt und schön übergehend in den Wangenknochenbereich. Ich mag ihn sehr gerne, und er ist weich, aber hat eine tolle Widerstandsfähigkeit. Also
sehr, sehr guter Pinsel. Ich finde, er liegt auch sehr, sehr gut an der Hand. Er ist der einzige, der so ein bisschen spitze auch zugeht, was aber auch irgendwie so sich gut ergonomisch der Hand anpasst. Also ist mir auch nur bei dem aufgefallen. Dann auch neuester Schatz ist die kleine Zypresse, und zwar die SS1 65, den ich so gerne nehme, wenn ich hier Puder verteile, um auch so die öligen Stellen zu mattieren. Also gerade für die Nasenkontur und unter den Augen ist das wunderbar und er ist sehr, sehr angenehm. Und ich finde, er nimmt das Produkt sehr, sehr gut auf und ihr könnt es so wunderbar schön abstreifen. Also super Empfehlung. Dann meine große Liebe, die SS227, dieser dicke, fette Pinsel für Monolidschatten. Und was ich sehr gerne mache, ich mache immer ein bisschen Bronzer hier oben auf und ziehe damit so die Kontur der Nase ein bisschen nach. Oder auch hier unten, wenn ich Highlighter auftrage, auch für die Nase. Das ist so ein universales, super Ding. Und auch für Monolidschatten mit wieder einmal ziehen und da habt ihr das ganze Ding drauf. Genial. Dann zu meinem, ich glaube, naja doch, wenn ich Nummer 1 wählen müsste, wäre er das schon. Und zwar ist das der, ich habe keine Ahnung, welche Nummer er hat, aber er ist von Zur Eva und ist dieser riesen Pinselbrush, mit dem ich so gerne auch dieses Powderflasche unten verteile. Und man kann ihn auch großartig zum Blenden benutzen. Er ist jetzt bei mir so ein bisschen ausgeluddelt und nachdem ich ihn gewaschen habe, ziehe ich ihn mir auch immer wieder so ein bisschen in Form, aber er franzt ja trotzdem immer wieder aus. Aber er ist genial. Und das ist wirklich sein Geld wert. Er kostet 5 Euro. Und ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ganz ehrlich. Er ist ganz toll. Meiner ist jetzt hier noch aus der Very Croc Edition, aber den gibt es auch in ganz normalen Schwarz. Dann, auch aus dem Premium Brush Kit, die SS214. Und zwar dieser kleine, längliche, ganz, ganz, schmale, würde ich ihn jetzt mal bezeichnen. Und der ist genial, um den unteren Bereich des Wimpernkranzes nachzuziehen. Oder wenn ich schwarzen Monolidschatten auftrage und quasi damit den Eyelinerstrich irgendwie mit Lidschatten hinzubekommen. Super, super toll. Der ist schön fest und ein bisschen weich. Also die Mischung macht es und er ist wirklich fantastisch. Bei dem letzten, die Rede ist quasi von dem 217er Pinsel. Und den gibt es ja sowohl als auch von Sigma in der langen Ausführung als auch in der kurzen, der immer mitgeschickt wird, wenn man sich bei Sigma irgendwas bestellt. Und ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe meinen Sigma, den kleinen hier, diesen silbernen, habe ich einfach aufgestockt auf so eine Verlängerung von so einem Lippenpinsel. Und da hat er perfekt drauf gepasst. Und jetzt habe ich auch einen schönen langen, kleinen Sigma-Pinsel. Und das ist genial. Ich komme mit diesem kleinen Vieh irgendwie nicht klar. Aber auf jeden Fall ist das dann so mein letztes Highlight, die 217er. Ganz, ganz toller Pinsel zum Verblenden, zum Auftragen, also super. Ja, habe ich schon was vergessen? Ja, oh Gott, die 104 von Zur Eva, und zwar mein Bufferpinsel, mit dem ich immer mein Make-up auftrage und verreibe. Der ist so toll. Seht ihr auch, wie viel Widerstand der hat? Ich trage auch gerne Rouge damit auf und verteile das. Der ist so toll, der ist so toll. Das waren sie jetzt aber wirklich, meine Liebhaberpinsel, und vielleicht konnte ich euch ein bisschen animieren, inspirieren, was auch immer. Tschüss!